Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Asynchronmaschine ist unser Thema. Jetzt wissen wir, wie die Asynchronmaschine prinzipiell funktioniert. Heute schauen wir sie ein bisschen in den realen Aufbau an. Also die reale Konstruktion, wie das so ausschaut. Ich werde auch ein Bild herzeigen, wo man das eigentlich ganz gut erkennen kann und ein paar Worte dazu erklären. Fangen wir mit dem an, was bei allen Asynchronmaschinen gleich ist. Der Stator. Stator ist üblicherweise aufgebaut aus Blechpaketen. Auch der Rot ist auf Blechpaketen aufgebaut. Wir haben einmal was gehört bei dem magnetischen Feld über Induktion. Und jetzt, wir haben da drinnen ja sich ändernde magnetische Felder. Von denen leben wir. Wir bilden ja da in diesem Stator bilden wir ja ein Drehfeld und dieses Drehfeld ändert sich zeitlich logischerweise. Und jetzt hätte ich volles Material, ne? Eisen, ist auch leitfähig, ist auch ein Metall, würden sich da drinnen Wirbelströme bilden und diese Wirbelströme würden dafür sorgen, dass das Magnetfeld aus dem Eisen verdrängt wird. Kann ich nicht brauchen. Ja, ich möchte, dass das Eisen das Magnetfeld führt. Ich brauche kein Eisen. Jetzt baut man das so auf, dass man das nicht als massives Material fertigt, sondern immer Blech und die ganzen Bleche tue ich zusammen, aber nicht gleich Blech auf Blech, sondern mit einer Isolationsschicht dazwischen. Das heißt, ich habe dann wirklich immer dünne Bleche und in diesen dünnen Blechen können sich keine großen Wirbelströme bilden und somit habe ich eigentlich ein Material, zwar kein homogenes, aber ein Material, geblechte Ausführung, die meinen sich ändernden magnetischen Fluss sehr gut führen kann. Okay? Also die ganzen Dinge bestehen aus gestanzten Blechen, die hintereinander geschichtet werden, dazwischen ist eine Isolationsschicht. Und wenn man jetzt den Stator anschaut, also schreiben wir runter, Stator. Und von der Seite hinschaut, dann sind in diesen gestanzten Blechen sind da immer so Nute drinnen. Ja, also da gibt es dann so Nute. Ich will jetzt nicht alle einzeichnen, weil ich wäre alt. Nicht, dass ich nicht schon alt wäre, aber dann wäre ich ja noch älter. Also ich denke, man kann sich das vorstellen, das geht halt da immer weiter. Ja. Ganz herum und in diesen Nuten liegt eben schön symmetrisch aufgeteilt unsere Windungen. Ja. Mit verschiedenen Polpaarzahlen und wie auch immer das da drinnen verbunden sein muss, da liegt es. Ja. Ich werde ein Foto herzeigen und da außen haben wir dann praktisch das Blechende. So irgendwie. Ja. Über dieses Blech schließt sie nachher. Schließt sich nachher der magnetische Fluss. Ja. Wie gesagt, geblechte Ausführung ist vielleicht wichtig zu erwähnen. So schaut der Stator aus. Ja. Am Bild sieht man es, wie der ausschaut, wenn er beschalten ist. Jetzt habe ich da drinnen drei Windungen, ja, mit drei Enden. Also mit jeweils zwei Enden, sagen wir so. Mit jeweils zwei Enden. Jede Windung hat zwei Enden. Ja. Wie die Wurst. Und die werden auf sogenannte Motorklemmbrett geführt. Okay? Sieht man auch auf dem Bild, es gibt also ein Motorklemmbrett. Und üblicherweise ist dieses Motorklemmbrett, das ist halt, schaut so aus, ja, back. Und hat sechs Anschlüsse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Drei Windungen, sechs Anschlüsse, klingt logisch. Ja. Was jetzt nicht mehr so logisch ist, die Anschlüsse sind ein bisschen komisch aufgeteilt. Ich habe hier nämlich den Anschluss U1, ja, also den Anfang der U-Wicklung. Ich habe hier den Anschluss der V-Wicklung und hier den Anschluss der W-Wicklung.
Und jetzt denken wir mal an, ne, da wird da U2 sein, ist es aber nicht. U2 haben wir nämlich hier. Das heißt, die Wicklung ist eigentlich da dazwischen. Gell? Da dazwischen ist eine Wicklung. Das ist die U-Wicklung. Und die V-Wicklung geht daher, die ist da dazwischen. Und die W-Wicklung geht daher, W2. So, da, die zeichne ich jetzt nicht ein, das kann man sich, na, zeichne es ein. Das ist vollständig. Ja, also da haben wir hier praktisch die W-Wicklung. Das sind die drei Wicklungen. Jetzt kann man sagen, bitte, wer baut denn sowas? Da kennen sich ja kein Hund aus. Kein Hund kennt sich da aus. Es ist jetzt so, dass ich mir hier aussuchen kann, wie ich diese Wicklungen verschalte. Es gibt, wir haben gehört, es gibt die Sternschaltung, es gibt die Dreieckschaltung. Also ob ich jetzt praktisch an so eine Wicklung, wenn wir unsere normale Drehstromversorgung verwenden, 230 Volt oder 400 Volt draufschalte. Also wenn ich 230 Volt draufschalten will, dann muss ich die im Stern verschalten. Das heißt, ich bringe da meine drei Phasen einmal her. Also da haben wir die L1, L2 und L3. Kommen da daher. Und wir wollen im Stern verschalten. Das heißt, wir gehen auf U1, auf U2 und dann soll praktisch die ganzen Zweier soll miteinander verbunden sein. Also kann ich machen, so, Sternverschaltung. Jede Phase geht auf den Sternpunkt, über eine Spule auf den Sternpunkt, der Sternpunkt ist miteinander verbunden. Also, naja, super. Und warum muss ich das jetzt da unbedingt so schräg hinbauen? Nun, ich zeichne jetzt ein zweites Motorklemmbrett ein. Und hier haben wir wieder U1, V1, W1. W2, U2, V2. Und jetzt wollen wir das Ganze im Dreieck verschalten. Dreieck. Ich gehe da wieder her. Ich meine, dass man auf irgendwelche Anfänge, Verbindungen geht, ist einmal kein Fehler. L1, L2, L3. Wie? Jetzt gehe ich von diesem Punkt auf U2, okay, da ist eine Windung. Und dieser Punkt ist ja nachher praktisch mit V1 verbunden. Weil da dazwischen muss ja diese eine Windung liegen. Das heißt, ich verbinde das da. Back. Okay? Und diese V-Wicklung muss zwischen L2 und L3 liegen, das heißt, ich verbinde das da auch. Und die W-Wicklung muss zwischen L3 und L1 liegen, das heißt, ich verbinde das da. Und schau, wie schön man das hier verbinden kann. Und das ist auch der Grund, warum mein Motorklemmbrett so ausschaut, wie es aussieht. Weil ich brauche dann nur so kurze Bügel. Und ich schraube die da rein, das sind Schrauben da üblicherweise mit Ölen, das teile ich da auf und knall es an. Und passt, ja. Und ich brauche nicht schräg und ich brauche immer nur die gleiche Länge an Kurzschlussbügeln. Da brauche ich zwei Kurzschlussbügeln, da brauche ich drei Kurzschlussbügeln. Und die standardisierte Teile, das Zeug gibt es seit vielen, vielen, vielen Jahren. Okay? So schaut das aus. Motorklemmbrett. Also das ist das, was im Starter verbaut ist. Das schaut bei allen Maschinen gleich aus. Ja. Dann kommen wir zum Router. Die am weitest verbreitete Router-Variante ist der sogenannte Käfigläufer. Warum der Käfigläufer wird uns gleich auffallen. Er besteht auf alle Fälle einmal aus so einer Scheibe. Und auf dieser Scheibe, gut, leitfähiges Material, deswegen habe ich das orange gezeichnet, sind Stäbe montiert. Ebenfalls leitfähig miteinander verbunden, die sind alle gleich lang.
versuchen hier einzuzeichnen. Und die gehen halt da weg. Diese Stäbe, die sind auch durchaus aus massiv, die sind durchaus massiv. Das ist nämlich, das soll nämlich unsere Rotorwicklung werden. Ja? Unsere Rotorwicklung besteht also nicht aus einzelnen Wicklungen, ja, oder aus einer Wicklung oder so irgendwas, sondern besteht aus lauter Stabel und in jedem Stabel wird da induziert wie wahnsinnig, vielleicht nicht, aber es wird auf alle Fälle ein gescheiter Strom induziert. Ja, da haben wir da hinten natürlich noch irgendwelche Anschlüsse. Ja, ob da jetzt alles korrekt runterläuft, weiß ich nicht. Aber ich denke, man kann sich vorstellen, das sind eine Scheibe mit lauter Stabel, die weggingen. Okay? Und auf der anderen Seite mache ich es zu, und zwar genauso wie auf der Seite, so dass es symmetrisch ausschaut. Das mache ich jetzt nicht, dass es schöner wird praktisch, sondern ich möchte ja, dass diese ganzen Windungen, die sich da jetzt ergeben haben praktisch, miteinander verbunden sind. Jetzt wird da in jeder Windung kann vom äußeren Magnetfeld kann da eine Spannung induziert werden und da rinnt der Strom, da geht schon dahin. Ja? Das Ding, ich denke, also das ist auf alle Fälle der Rotor. Ich denke, die Bezeichnung Käfigläufer, Kurzschlussläufer heißt es eigentlich, ja, Kurzschluss. Oder häufig auch Käfigläufer. Ist klar, warum? Es schaut aus wie ein Käfig. Ja. Und das auch das Magnetfeld, das Ding steckt jetzt da drin praktisch. Also da drin steckt der Rotor. Der hat hier üblicherweise ein Charakteristikum der Asynchronmaschine ist es, dass der Abstand zwischen Rotor und Starter da sehr, sehr, sehr schmal ist. Also relativ schmal. Viel schmäler wie bei anderen Maschinentypen. Das ist, dass das Magnetfeld da vom Starter gut eindringen kann in den Rotor. Also da drin liegt er, der wird da praktisch hineingegeben. Ja. Back, so schaut das aus. Ja, und der Luftspalt hier ist sehr schmal. Und ich meine, das Magnetfeld, jetzt mache ich da einen schmalen Luftspalt. Natürlich habe ich da drin auch Eisen. Ja, natürlich habe ich da auch, also da dazwischen sind auch immer wieder so Blechpakete, ich zeichne das jetzt nicht überall ein, aber das liegt praktisch in, sind auch gestanzte Blechpakete, die sind in der Mitte massiv, dass eben da das Magnetfeld gut durchdringen kann, gut und wie geblecht wieder, dass sich keine Wirbelströme bilden. Ah, so schaut das aus. Okay? Käfigläufer. Dann, es schaut, man sieht praktisch nur diese Blechpakete und da sieht man so ganz eine leichte Spur von diesen Kurzschlussstäben. Auf dem Bild sieht man auch, dass es eine gewisse, ich habe da die Stäbe gerade eingezeichnet, aber in der Realität sind es ein bisschen so schräg um. Ja. Warum macht man das schräg? Ja. Hat natürlich einen technischen Grund, nicht, dass es komplizierter wird, sondern ich meine, ich habe hier lauter Nuten drinnen, ja, in diesem Material, und ich habe hier lauter Stäbe. Überall, wo Stäbe sind, oder überall dort, wo eine Windung liegt praktisch, ist die magnetische Leitfähigkeit des Materials nicht mehr so toll, weil Eisen einfach das Magnetfeld leitet und Kupfer nicht. So, und jetzt könnte es sein, wenn die praktisch parallel sind, dass das gerade deppert steht und ich da praktisch Stab auf Nut und so weiter habe. Und dann dringt das Magnetfeld einmal besser und einmal weniger gut ein. Und deswegen macht man da eine Schrägung eine. Ja, dann verschmiert sie praktisch das über mehrere Nuten und es funktioniert einfach besser, kontinuierlicher.
Okay? Das ist der Kurzschlussläufer oder Käfigläufer, einfach am weitesten verbreitet. Okay? Eine zweite Variante möchte ich auch nicht vorenthalten. Das ist der sogenannte Schleifringläufer. Ich zeichne den hier aber nur klein ein daneben, weil er eigentlich nicht sehr häufig auftritt. Also da habe ich so einen Stabel dran und dann habe ich da hinten eben den Läufer. Eigentlich schaut das fast aus wie so ein Starter. Auch der ist jetzt praktisch aus Blechpaketen aufgebaut. Und da außen sind wieder Nute drinnen. Viele Nute sind da drinnen. Und da liegt eine dreiphasige Windung. Ja? Dreiphasige Windung. Wicklung. Auch im Rotor. Okay, da hinten ist ja da ein Zapfel mit einem Lager oder sowas. Ja? Auch im Rotor liegt hier eine dreiphasige Wicklung. Normalerweise im Stern verschalten. Also der Sternpunkt ist gleich da irgendwo am Rotor und drei Anschlüsse werden herausgeführt und die wären hier auf Schleifringe. Da sind die Spulen praktisch da. Das ist ein Schleifringläufer. Der Schleifringläufer, dreiphasige Wicklung, im Stern verschalten. Dreieck ist sehr selten, das ist schon selten. Ja. Im Stern verschalten. Und es ist jetzt so, dass man praktisch, wenn man diese drei kurz schließt, ja, dann habe ich einen kurz geschlossenen Rotor und habe fast das gleiche wie ein Kurzschlussläufer. Ich habe jetzt die Option, dass ich da dazwischen noch irgendwelche Widerstände schalte. Warum und wieso man das machen kann und auch macht, das werden wir in den folgenden Videos sehen, was so ein Schleifringläufer zu leisten imstande ist. Es gibt eben sehr selten. Ja. Da sind Kohlebürsten drauf auf diesen Schleifringen, die übertragen den Strom. Das heißt, da habe ich wieder den Nachteil, dass ich da irgendwelche Verschleißteile drinnen habe. Wenn man da, was soll da hin werden? Ja. Und es ist jetzt so, dass die Kohlebürsten jetzt nicht unendlich viel Strom übertragen können, weil sonst brennen sie gleich ab und so weiter. Jetzt sind es nicht so massive Stäbe da, so massive Wicklungen, sondern es sind relativ dünne Drähte, die da irgendwie so in Kreis gewunden sind. Irgendwie gibt es da eine Wicklung da im Stern mit relativ dünnen Drähten. Das hat viele Windungen und relativ kleine Ströme, um die gleiche Durchflutung zu erzeugen praktisch. Ja, und das ist halt da hinten und da vorne ist halt irgendwo die Windung und das schaut halt, hat sich wer überlegt, wie das da durchgewunden ist. Okay? Und dann habe ich einen genügend kleinen Strom, dass ich den über die Bürsten übertragen kann. Schleifringläufer, das ist eine Spezialanwendung. Eindeutige Spezialanwendung. Das ist, wenn man Asynchronmotor kauft, ist das drinnen. Auf dem Rotor ist ja noch gleich ein Ventilator drauf, der Kühlluft durchblast und so weiter, dass das gekühlt ist. Ich meine, es gibt es wirklich schon lange und deswegen ist das entsprechend ausgeklügelt da drinnen. Und jetzt haben wir gesehen, wie das aufgebaut ist. Es ist ja nichts drin. Es ist nichts drinnen, was wirklich kaputt werden kann. Die mechanischen Lager links und rechts, die halten das schon aus. Wenn ich nicht vollkommen brutal umgehe, das sind wirklich massive Stäbe, da kann ein Strom durchrennen und alles. Asynchromotor ist robuste, sehr robuste Maschine. Das Einzige, wie gesagt, ist dieser Luftspalt. Das heißt, wenn ich den zum Beispiel in einer Flüssigkeit betreiben will, das wird schwierig. Ja, aber in der Luft, das ist wurscht. Ja. Unter Wasser in einer Flüssigkeit, da werden diese Spaltmaße zwischen Rotor und Starter zu einem Problem, weil dann muss die Flüssigkeit schon relativ sauber sein. Natürlich nicht leitfähig. Aber das ist ein anderes Thema. Oder nicht zu sehr leitfähig. Wir sehen, robuster Aufbau.
Jetzt wissen wir, wie es funktioniert, wie der reale Aufbau ist, wie robust es ist, warum das so viel aushält. Das nächste Mal hören wir, wie wir es trotzdem zusammenhauen können. Nämlich schon beim Einschalten. Das nächste Mal geht es um Einschalten. Wir wollen diesen Motor jetzt loslaufen lassen. Was da zu beachten ist und warum das Zeug kaputt wird, wenn ich einfach bark, einschalte, ja, werden wir das nächste Mal hören. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.